Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den ehemaligen EU-Kommissar Michel Barnier zum neuen Regierungschef ernannt und will damit einen zweimonatigen Stillstand beenden. Er beauftragte den 73-Jährigen am Donnerstag mit der Bildung einer Regierung. Offen bleibt, ob Barnier genügend Unterstützung in dem seit der vorgezogenen Neuwahl zersplitterten Parlament finden kann. Der konservative Barnier steht den Ansichten Macrons recht nahe. Für den französischen Präsidenten ist es wichtig, dass sein neuer Regierungschef nicht versuchen wird, die Reformen der vergangenen Jahre rückgängig zu machen, insbesondere die Rentenreform. Barnier leitete von 2016 bis 2021 die Gespräche der EU mit Großbritannien über den Brexit. Vor seiner Arbeit als EU-Kommissar war er in verschiedenen französischen Regierungen tätig. Mit die größte Herausforderung wird die Aufstellung eines Haushaltes sein. Die französische Verfassung gibt dem Staatsoberhaupt die Freiheit, für das Amt des Ministerpräsidenten zu ernennen, wen er möchte. Jedoch muss diese Person in der Lage sein, Misstrauensvoten der Opposition im Parlament zu überstehen.